Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Sinking City bei Chaotic Stream. Wir haben insgesamt dritte Logbuch gefunden und geben es jetzt ab. Hier, das Logbuch der Red Queen. Ich rate Ihnen, es besser nicht zu lesen. So schlimm? Mich interessiert nur die letzte Seite. Ist sie noch im Logbuch und lesbar? Ja, alle Seiten sind unversehrt. Sehr gut. Hier, wie versprochen, Ihre Belohnung, Mr. Reed. Da Sie nun alle Logbücher haben, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie ihnen so wichtig sind. Warum wollten Sie sie unbedingt haben? Ich schätze, Sie haben sich mein Vertrauen redlich verdient. Als ich mal hier in der Kneipe war, fiel mir im Suff eine brillante Geschäftsidee ein. Wir alle wissen um die stimulierende Wirkung des Alkohols für den Geist. Und wie lautete diese Geschäftsidee? Für ein paar Patronen habe ich verschollene Schiffe ihren Besitzern abgekauft. Das Datum in den Kaufverträgen stimmt nicht ganz. Aber wer kann das schon beweisen? Klingt eher nach einer sinnlosen Schnapsidee als nach einer brillanten Geschäftsidee. Irrtum, mein Freund. Die Logbücher werden mir bei den Versicherungen einen Batzen Geld einbringen, sobald ich zurück in Boston bin. Sie müssen die Logbücher als Beweis anerkennen. Nicht schlecht, Vince. Ein helles Köpfchen wie Sie kann es weit bringen. Ach, ich halte einfach nur immer die Augen nach neuen Gelegenheiten offen. Wenn Sie mal in Boston sind, geht die erste Runde auf mich. Alles Gute, mein Freund. Man sieht sich. Munition habe ich bekommen und Erfahrungspunkte. Das ist jetzt weniger, als ich gehofft habe. Naja, wenigstens Munition. Das schadet ja schon nicht. Schade, er hat nicht so viel gebracht. Aber wir haben einen neuen Erfahrungspunkt. Was könnten wir noch machen? Nahkampf verursacht mehr Schaden. Blitzfaust. Was haben wir hier noch? Ich kann mehr mit mir rumtragen. Tja, mehr tragen bringt nur dann was, wenn man auch viel hat, oder wie sagt man? Doppelt so viele Gegenstände als Questbelohnung. Vielleicht sollte ich darauf mal bauen. Das ist vielleicht nicht schlecht. So, was haben wir denn noch für Nebenmissionen? Nachricht von Joy. Etwas Schreckliches passiert. Ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie in die Bibliothek von Oakmont und bitte bleiben Sie... Was? Und bitte beeilen Sie sich. Ich bin verzweifelt und brauche Ihre Hilfe. Oha, das ist doch unsere Freundin. Die gute Joy. Oh, ich habe neue Kleidung freigeschaltet. Wie? Kleidung. Ach so, Kleidung kann ich ja nur in meinem Hotel anziehen. Das Hotel ist hier oben, ne? Ach, das ist sogar ein Schnellreisepunkt, sehe ich gerade. Nein, ich wollte es löschen. Kann ich denn diesen Punkt löschen? Egal. Ziehen wir uns mal was Neues an, oder? Das hatte ich schon eh die ganze Zeit vor. Weil ich habe jetzt schon wieder was Neues freigeschaltet. Und ich wollte mal gucken, was wir da Schönes haben. Und danach geht's zur Bibliothek. Schauen wir mal, was die gute Frau von uns möchte. Da ist das Hotel direkt gegenüber. Die Tür gibt nicht nach. Ich vergesse immer, dass meine Tür ja beschriftet ist. Na toll, trotzdem im falschen Stockwerk. Da ist er. Das ist meine Tür. Schon geil, wenn man im Hotel seinen eigenen Schriftzug bekommt. So, was haben wir denn hier?
Das haben wir jetzt an. So sind wir gestartet. Das ist das Ganze ohne Rucksack. So, was haben wir freigeschaltet? Den Gangster. Nadelstreifenanzug. Und der Fischer. Mit einer Regenhaube und einem langen Mantel und Wischiwanka. Okay. Naja. Das sieht nicht so super aus. Also das Einzige, was gut aussieht, ist dieser Gangster. Was kommt da noch? Was haben wir hier noch? Trenchcoat. Mann der Wissenschaft. Polizist. Oh, das ist auch schön. Der Seuchenarzt. Oh, und Sherlock Holmes hier. Boah, was ist das denn? Kultist. Bisschen skurril finde ich, dass die Figur aussieht wie mein ehemaliger WG-Nachbar. Hat so ein bisschen so die Gesichtszüge von ihm. Ein bisschen gruselig. So. Also, das haben wir schon mal. Laufen wir mal rum wie Gangster. So, Bibliothek, wo war die? Die ist hier oben, ne? Ja. Ja, wir waren schon an vielen Orten auf der Karte. Aber wenn ich mich noch so an die Anfänge zurückerinnere, wo die Karte noch unentdeckt war und man überall hinlaufen musste und. Aber die Karte ist trotzdem halt groß. Man kann viel, viel entdecken, viel sehen. Das ist schon nicht schlecht. Da ist die Lassen Sie Bibliothek. das! Ich habe Ihren Brief erhalten. Sie wollten mich sehen, Joy? Nichts weiter sagen. Sonst sind wir tot. Versprechen Sie's. Okay. Ich verspreche's. Keine Sorge. Sie in meiner Wohnung. Wieder. Weiß nicht, was ich tun soll. Hab Angst. Helfen Sie mir. Was meinen Sie damit? Wurde bei Ihnen eingebrochen? Hat man Sie bedroht? Ja. Sie war es. Wieder. Was wollte sie? Soll meinen Mund halten. Sie sagen, es war eine Frau? Ja. Kennen Sie sie? Ja. Und wer ist sie? Wie sieht sie aus? Sag ich nicht. Kann nicht. Kommen Sie schon, ich brauche doch irgendeinen Anhaltspunkt. Nein, kein Wort mehr. Bitte. Keine Sorge, ich versuche Ihnen zu helfen. Wo wohnen Sie? Hier, die Adresse und der Schlüssel. Danke. In Ordnung, Joy. Alles wird gut. Vorsichtig sein und kein Sterbenswörtchen. Wiedersehen, Joy. Okay. Die Frau ist so creepy. Ich mag sie trotzdem. So. Östlich der Ecke Liberty Road und Hawking Lane. Shells West. Shells West. Liberty und Hawking. Liberty. Hawking. Östlich der Ecke. Das sind befallene Gebiete rundherum. Also müsste das hier sein, oder? Okay. Da ist ein Schnellreisepunkt. Hoffen wir, der ist nah genug dran. Schauen wir mal. Als Gangster machen wir das schon. Wir haben jetzt ja inzwischen auch wenigstens genug Munition. Wenn wir schon was haben, dann Munition, nur halt eben kein Leben. Hauptsache genug Munition. Na gut.
Ja. Machen wir mal eine Schnellreise dahin und schauen wir mal. Boah, es ist schon ein weiter Weg. Also wir dürfen nicht reden. Dann hoffe ich mal, meine Figur hält wirklich den Mund. Sonst ist er nämlich dann auch zugetackert. Bin ich ja echt mal gespannt. In Oakmont hält man den Mund, da unten steht's. So viel dazu. So, wo müssen wir hin? Nach rechts. Okay, das ist ja auch cool. Was ist das? Kann man lesen? Nein, kann man nicht. Bergwerk. Aber wir können mal durchladen. Das schadet schon mal nicht. Gut. Trotzdem ein mieses Gefühl bei der Sache. Wie man so schön sagt. Wenigstens ist es nicht wieder ein befallenes Gebiet. Das ist schon mal was. Das leuchtet, das sieht gut aus. Joyce Wohnung. Ist das eine Falle? Alkohol. Das ist schon mal gut. Boah, ich habe so ein mieses Gefühl, echt. Ich will nichts. Die Tür gibt nicht nach. Runter. Gehen wir hoch. Das sieht nicht gut aus. Grundgütiger, ist das Hundehaut? Sie ist noch nicht mal trocken. Mit Blut geschriebene Nachricht. In Oakmont hält man den Mund, kleines Mädchen. Dies ist mein zweiter Besuch und gleichzeitig meine letzte Warnung, wenn du es auch nicht schaffst, mit zugenähtem Mund zu schweigen, nähe ich aus deiner Haut ein paar Schuhe, so wie ich aus deinem Hündchen eine Puppe genäht habe. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Alter Falter, ey. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Symbol nichts Gutes verheißt. Da scheint ja jemand richtig gut nähen zu können. Ein gemütliches Plätzchen, von dem jedes Haustier nur träumen kann. Ein Haufen Krempel auf jeden Fall eben bekommen. Brief von Joyce Eltern. Meine liebe Joy, wir wissen, wie viel die Musik bedeutet, aber die Stimme zu verlieren ist kein Weltuntergang. Auch uns schmerzt es, dass du nicht mehr singen kannst, aber vielleicht ist es besser so. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du weiterhin so viel getratscht hättest.
Es gibt übrigens gute Neuigkeiten. Wir haben eine Stelle für dich in der Bibliothek gefunden. Du kannst ab sofort anfangen. Liebe Mom und Dad. Okay. Verflucht. Teile der Kamera sind geschmolzen. Die Fotos sind definitiv hinüber. Ein Besucher? Wer ist da? Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt. Alter, die das ist ja eine richtig verrückt, die Frau. Komm her. Komm zu Granny, liebes Hund. Bei Gauil, sie ist es. Sie ist es wirklich. Ich brauche einen Beweis. Wo ist meine Kamera? Also, wie hat sich das abgespielt? Eins. Komm her. Bei Gauil, sie ist es. Sie ist es wirklich. Nee, das war ein bisschen falsch. Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt. Das wird eine reizende Puppe. Bei Gauil, sie ist es. Sie ist es wirklich. Komm her. Komm, einen Stich hier und einen Stich ja, dort. Die Frau ist echt krass schon drauf, ey. Sind Fleisch und Haut durchbohrt. Das wird eine reizende Puppe. Was auch falsch. Gut, es könnte ja auch am Ende sein. Dann ist das eins, zwei. Komm her! Komm zu. Bei Gauil! Sie ist es! Sie ist es wirklich! Ich brauche einen Beweis! Wo ist meine Ach, stimmt, Kamera? Du hast ja Gereime. Ach Mann, das war auch falsch! Mann! Bei Gauil! Sie ist es! Sie ist es wirklich! Ich brauche einen Beweis! Wo ist meine Kamera? Ach, das hatte ich doch schon so, ne? Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt. Ach, ich bin ja dumm. Wie hält er die Puppe in der Hand? Das ist das Letzte. Dann ist das, das hier ist eins. Bei Gauil, sie ist es. Sie ist es wirklich. Das ist drei und das mit dem links ist die vier. Einen Stich hier. Ein Besucher? Wer ist da? Auch nicht. Eins. Komm zwei. Her! Komm zu einen Stich hin! Bei Gauil! Sie ist es! Vier. Sie ist das, es wirklich! Das ergibt Sinn. Ein Besucher? Wer ist da? Jemand drang in Joys Wohnung ein. Tötete ihren Hund und nähte dann dieses Ding daraus. Dürfte eine Warnung an sie sein. Und dann platzte ein Nachbar herein. Abgedreht. Der Nachbar, ja, vielleicht. Abgeschlossen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel. Abgeschlossen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel. Lass mich raten, wir müssen in den Keller. Ich hab's befürchtet. Die Tür gibt nicht nach. Oh Mann.
ich jetzt von so einer verrückten Alten hier angegriffen werde. Oh Mann! Ja. Geh mich auch. Ah! Oh, da ist ja noch mehr! Verdammt, die ist leer. Oh Mann. Aber jetzt müsste der Keller geräumt sein, oder war da noch mehr? Da war nämlich noch mehr Krempel. Von der Decke runtergefallen. Nee, das war alles. Aber das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe schon was gefunden. Joy in der Bibliothek treffen. Ja, habe ich jetzt alles gefunden. Achso, nee, ich muss ja. Bin durch. Immerhin. Wenigstens ein bisschen Munition. So, schauen wir mal. Der Typ ist natürlich da gut. Scheint jemand Märchen zu mögen. Märchen ohne. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Keine Anzeichen irgendeiner Verletzung. Aber er sieht so aus, als hätte er den Teufel höchst selbst gesehen. Die haben immer schöne Wohnungen hier. Zerfleddertes Tagebuch. Kaum zu glauben, dass ich neben Joy Hayden wohne. Oh, Kauil. Wie ich ihre Songs liebe. Erst heute Morgen habe ich sie gesehen und das stimmt. Ihr Mund ist zugenäht. Die Gerüchte über ihr Karriereende sind wohl wahr. Das muss das Werk von Granny Weaver gewesen sein. Endlich bekomme ich die Möglichkeit, die Hexe mit eigenen Augen zu sehen und vielleicht sogar ein Foto von ihr zu machen. Hehe. Wenn sie nicht bei Joy auftaucht, gehe ich einfach einer anderen Spur nach. Irgendwie finde ich schon heraus, wo sie wohnt. Ich vermute stark, dass Arthur Cox bei seinen Nachforschungen über die Geschichte von Oakmont auf ihren Unterstoff gestoßen ist. Er muss darüber geschrieben haben. Okay, das heißt, wir könnten vielleicht in der Bibliothek Hinweise finden, wenn das ein Schriftsteller ist und nicht ein Journalist oder so. Dann müssten wir zur Zeitung gehen. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Bibliothek oder... wir haben immer noch nicht alle Hinweise gefunden. Man könnte theoretisch noch mehr finden. Okay, das heißt, wir haben irgendwas übersehen. Frage ist was? Ja, normalerweise ist ja das Symbol für Hinweise grün.
Da scheint jemand Märchen zu mögen. Märchen ohne und wenn keine Anzeichen irgendeiner Verletzung. Aber er sieht so aus, als hätte er den Teufel höchst selbst gesehen. Die Kommode sieht so, sticht so raus mit dem Rotleuchtenden. Aber das war nicht das, was... Können wir da noch irgendwas finden? Nee. Verflucht. Ah, das sieht nicht gut aus. Wie meine Konstitution gleich nachlässt, wenn ich hier das Vieh ansehe. Ach, guck mal hier. Abgesagt. Aber sie war gut genug, um den Auftritt zu bekommen. Das Schicksal hat ihn einen bösen Streich gespielt, Joy. Ach, hier ist noch was. Ach. Ah, die Trophäe hat Joy bei einem Gesangswettbewerb gewonnen. Jetzt habe ich alle Hinweise gefunden. Okay, ja gut. Das hat mir jetzt nicht viel Neues gezeigt, aber immerhin ein Zeichen ihrer Karriere. Jetzt haben wir alle Hinweise. So, das heißt wieder zurück. Ja, was meint ihr, Bibliothek? Lassen Sie das! Oder Zeitung. Was über diesen. Ja, was war. Ist es ein Schriftsteller? Was hat er da was gesagt? Nachforschung steht da nur. Arthur Cox. Bibliothek, meinst du? Ja, dann machen wir uns mal zur Bibliothek auf. Eine Nachforschung, das kann wirklich alles sein. Es könnte auch ein Polizist sein, wenn ich auch in dem Polizeipräsidium nachschauen. Das ist halt die große Frage. Aber wir versuchen es mal in der Bibliothek. Ob wir da Hinweise finden. Ich finde das Spiel momentan richtig gut. Weiß nicht, woran es liegt. Also auch schon das letzte Mal, wo wir gespielt hatten hier, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich war schon kurz davor, länger zu spielen, aber leider muss ich ja am nächsten Tag arbeiten. Da ist die gute Joy. So, schauen wir mal. Uff, unter welcher Rubrik fällt das denn? Autor. Moderne. Region. Regional. Das war's schon mal nicht. Okay, also Region, das machen wir weg. Rubrik. Geschichte. Wissenschaft. Religion. Unter Verschluss. Nee. Ich glaube, ich muss zur Zeitung. Also es geht ja um den Autor. Das müsste in der Moderne sein, oder? Ich meine, die Frau ist ja auch nicht so alt. Und wenn er da irgendwas rausfinden wollte. Dann müsste das schon... Nee, das hätte ich schon gefunden. Aber hier ist das... Bibliothekszeichen.
Oder ist es zumindest ein Buch? Vielleicht suche ich falsch. Ich wüsste aber nicht, wie, was ich noch ändern sollte. Lassen wir das mal weg. Nee, ich glaube, da muss ich woanders hin. Ist halt die Frage, was macht jetzt Sinn? Zeitung? Polizei? Rathaus? Da könnte man auch nochmal nachfragen, wo der gute Typ wohnt vielleicht. Oder die Frau. Ich probiere jetzt alles durch. Ich weiß es nicht. Aber die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Ja, dann hoffe ich, sie hat euch gefallen. Ratet gerne mit, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.